Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es passiert hier heute nichts Spannendes, aber ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen mit bei meinen To-Dos, was ich so mache am Wochenende. Ich muss noch ein bisschen was hier erledigen, deswegen bin ich auch nicht geschminkt und meine Haut ist schon wieder richtig am Eskalieren. Aber es mir jetzt Wurst. Die Leiter steht da hinten, weil ich gerade die Gardinenstange angebracht habe und ich habe gerade einen richtigen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil das wirklich eine Katastrophe war, diese Gardinenstange. Ich habe mich dreimal geschnitten hier und einmal hier oben am Mittelfinger und irgendwo anders halt noch. Ist auch egal. Die ist so spitz und dann ist das so dumm gemacht, dass man... Wartet mal, ich drehe mich mal um. Also sie hängt jetzt, wie man sieht, aber das ist so dumm gemacht, weil die Gardinen erst durchfädeln und dann in diese Schiene wieder ziehen. Das ist super kompliziert. Also man kann die nicht einfach da oben irgendwo raufstecken. Nein, das ist natürlich in so einer Schiene. Werde ich jetzt erstmal das Bett machen. Und ja, da hinten habe ich übrigens so ein kleines Makramee aufgehangen. Auch noch auf der anderen Seite. Ich mache jetzt hier erstmal das Bett, um mal ein bisschen runterzukommen, weil diese Gardinenstange hat mich jetzt gerade des Todes aufgeregt. Und hier unten muss ich mal so ein Saumband bestellen, dass ich das so ein bisschen kürze. Das ist nämlich ein wenig zu lang. Aber ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Schienen, das hatte ich in der alten Wohnung nicht. Da hatte ich nur eine und dann kann ich das einfach abends zuziehen. Fast komplett dunkel. Wir haben ja eh diese Doppelrollos dran. Ich finde, das schafft nochmal ein bisschen mehr Gemütlichkeit. So, jetzt kümmere ich mich ums Bett und dann kommt die Leiter wieder hoch. Gleich viel wohnlicher, finde ich. Ich werde jetzt die Getränke da hinten noch wegräumen. Und dann widme ich mich dem nächsten Zimmer. Und zwar das Badezimmer. Hier wollte ich die Badewanne ein bisschen sauber machen. Und ohne Spaß, diese Teile, die sind ja von Ikea, die hatten wir 3 Jahre lang. Und die haben 3 Jahre lang ohne Probleme gehalten. Und jetzt kommen die mir hier regelmäßig einfach runter. Und die habe ich jetzt erstmal so reingeklatscht. Also das stand jetzt da auch nicht alles. Ich hatte mir heute Morgen nämlich die Haare gewaschen und also sonst waren die immer wirklich, wirklich super. Ich konnte da nie was Negatives sagen und einige haben mir immer geschrieben, die halten nichts aus, die klatschen immer wieder runter und jetzt nach 3 Jahren und einem Umzug geht es mir genauso. Also wir sind gestern Abend 3 Mal wieder runtergekommen. Ich habe im Bett gesessen, als mir das passiert ist. Naja, ich lasse jetzt erstmal so stehen. Ich werde jetzt hier mal kurz drüber saugen und dann die Matten wieder hinlegen. So, ich habe jetzt meine LED-Lampen angeschaltet. Die wollte ich jetzt draußen reinsetzen. Meine Narzisse habe ich abgeschnitten und hinten ist die Spülmaschine noch am Laufen. Aber das ist so ein Reinigungsprogramm. Deswegen steht da oben alles. Und dann kümmern wir uns jetzt mal darum. Mein Akku ist aber leer. Ein richtig vorbereiteter Vlogger. Ich bringe jetzt erstmal den gelben Sack raus. So, ich habe jetzt vorne im Eingangsbereich die LED-Kerzen, also die LED-Leuchten eingesetzt. Ich muss mal gucken, ob das so hält, wie ich es gemacht habe. Kann ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil ich euch nicht unbedingt unseren Eingangsbereich zeigen möchte. Jetzt werde ich mir Hände waschen gehen und mir ein paar frische Socken anziehen. Und dann muss ich den Flur hier unten noch mal kurz durchsaugen und vielleicht auch wischen. Also wartet mal, ich zeige euch das mal kurz. Es ist ja so, das ist die Treppe nach unten, das ist der Eingangsbereich. Und ich hatte hier ganz am Anfang auch einen Teppich zu liegen, aber
dann gehen hier die jeweiligen Türen nicht mehr auf. Ich brauche also was wirklich, wirklich Dünnes, aber wenn ich da nichts hinlege, dann ist es wie jetzt. Dann muss ich hier jeden Tag saugen und jeden Tag wischen. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Ich muss mal gucken, ob es das wirklich, 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 wirklich Dünnes gibt, weil dieser Teppich hier ist zum Beispiel schon zu dick. Dann gehen die Türen nicht mehr auf. Das ist richtig blöd. Habe ich euch das eigentlich schon gezeigt? Ich habe da unsere Kerzenhalter ran gemacht. Die hatte ich ja schon in der alten Wohnung. Hat so ein bisschen was von einem Schloss, finde ich. Also die drei hatte ich aus der alten Wohnung. Die habe ich von eBay. Die gibt es aber auch bei Wish. Aber ich habe bei eBay geschaut und habe die da bestellt. Und habe jetzt, so darauf wollte ich hinaus. Oh, ich bin richtig aus der Puste. Und habe jetzt nochmal drei weitere bestellt für diese Seite. Okay. Und habe noch welche bestellt, nämlich für den oberen Bereich. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Mega schön aus. Und die Laternen, die hatte ich euch ja gezeigt. Ich hatte bloß noch mal eine kleinere Variante nachbestellt. Und dann wollte ich halt für hier oben nochmal welche haben. Ja. Und ich wollte eigentlich auch noch was streichen. Und zwar, mal gucken, ob ich da rankomme mit meiner Leiter. Da oben ist ja damals ein Kabel lang gegangen. Und da sind halt noch diese Abdrücke von den Leitungen oder sowas. Und das wollte ich einmal streichen. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist das auch noch. Und hier im Ankleidebereich habe ich mir übrigens eine Matte hingelegt. Da mache ich Sport. Und da kommt noch ein Heimtrainer hin. Ich habe mir nämlich ein Fahrrad gekauft. Eigentlich wollte ich einen Stepper haben, aber nun ist es doch ein Fahrrad geworden. Und es kommt hier oben hin. Und dann wird das so ein bisschen ein kleines Cardio-Zimmer. Ja, das wollten wir morgen machen. Auf jeden Fall muss ich dann aber erstmal Pinsel aus dem Keller holen. Oder einen. Und dann werde ich das mal streichen. Aber Voraussetzung, also ich gucke erstmal mit der Leiter, ob das hier hochpasst. Sorry, dass das so ein vollgepackter Vlog ist mit einfach nur Putzen. Ich putze jedenfalls jetzt unsere Glasscheibe und die war so voller Kalk, dass ich schon gar nicht mehr wusste, was ich da machen soll. Und ich habe jetzt Essigreiniger gekauft. Tina hat mir gesagt, sie macht mal Essigreiniger und Backpulver. Und ich lasse das jetzt ein bisschen einziehen. Das muss man auf die andere Seite. Und dann habe ich das immer so gegengespült. Ja, ist jetzt nicht so. Zack. Und dann. Ich hatte mal so eine Essig-Sprühflasche. Oh, geil. Mega. Endlich. Endlich ist die wieder rein. Jetzt muss ich da bloß nochmal mit Dings rübergehen. Mit Glasreiniger. Das freut mich. Ungemein. Aber jetzt mal ehrlich, solche Sachen macht man doch im Lockdown, oder? Jetzt Pinsel waschen und nebenbei gucke ich ein bisschen YouTube und ich habe an meinen Pickeln gekratzt. Ja, okay, das tut mir wirklich leid. Eigentlich ist meine Haut gar nicht so schlecht. Das Einzige, was ich habe, ist hier ein Pickel, hier ein Riesenteil und hier. Und hier, das klingt schon wieder alles ab. Aber egal, das lassen wir jetzt so stehen. Ich habe auch keine Lust, mich heute irgendwie fertig zu machen. Die Leiter bringe ich morgen runter. Und was ich schon seit Ewigkeiten machen möchte, ist meine Augenbrauen liften. Und ich muss mal gucken, ob das mit diesem Zeug noch geht, weil das schon ein bisschen was älter ist. Und wenn nicht, dann muss ich es mir nämlich nachbestellen. Darauf will ich nämlich hinaus. Okay, ich muss mal gucken, ob ich das noch so hinkriege. Man muss erstmal die Flüssigkeit auftragen und die Augenbrauen nach oben kämmen. Und am besten Step für Step. Da gibt es aber Anweisungen auf YouTube. Also am besten, ihr guckt euch das mal an, weil ich werde das jetzt nicht alles filmen. Ich mache das mal und dann sehen wir uns später. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute. Schon Sonntag und heute am Sonntag habe ich mich mal ein bisschen
zurecht gemacht. Ich habe gerade ein Video gedreht, deswegen ist es vielleicht ein bisschen jetzt hell, weil ich vor den Softboxen sitze. Ich werde jetzt hier mein Chaos ein bisschen beseitigen und dann ist es 13.11 Uhr. Mal mich um das Mittag kümmern. Wir essen aber, wir sind nicht so eine klassische Familie. Benjamin ist sehr, sehr spät aufgestanden. Er liegt jetzt auch wieder im Bett. Der hat Kopfschmerzen. Und ich wollte nachher zu meiner Mama rübergehen. Und dann essen wir das erst abends. Aber ich wollte mich nachher mal oder jetzt mal gleich drum kümmern. Aber erstmal räume ich hier alles auf. Ich könnte es aber stehen lassen. Das ist halt der Vorteil von hier. Also jetzt nicht so, wie es jetzt gerade steht. Aber so ungefähr könnte ich stehen lassen, weil es hier niemanden interessiert. Ich bin ja alleine hier oben. Ansonsten habe ich heute Morgen schon ein Video fertig geschnitten. Und den Haushalt und sowas hatte ich ja alles gestern schon gemacht. Und da oben, das hatte ich ja lackiert. Also nicht lackiert, gestrichen. Da, wo diese Kabelleiste rausgekommen ist. Aber das muss ich wohl nochmal streichen, weil das durchkommt, glaube ich. Also ich habe das gestern... Ja, ich zeige euch das mal. Warte mal kurz. Kann man ganz gut sehen. Da und da muss ich nochmal drüber gehen. Das hat irgendwie nicht gedeckt, aber nicht so schlimm. Ich habe die Leiter hier oben stehen lassen und hatte mir gestern hier nur so ein Schälchen fertig gemacht und werde das dann einfach nochmal machen, die Tage. Muss ja auch nicht jetzt sein. Das ist ja egal. So, jetzt räumen wir das erstmal zusammen, aber ich muss erstmal ganz dringend auf Klo. Und dann, es ist ein richtig scheiß Wetter. Eigentlich lag bis vorhin noch Schnee, aber es ist alles geschmolzen. Also ich hatte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich gehe jetzt spazieren. Ich muss bei meiner Mama eh was abgeben. Nachher muss ich noch die Mülltonne rausfahren und den Biomüll wegbringen. Ich habe ja übrigens die Biotonne jetzt da rangehangen. Eigentlich muss die ja nach innen, aber wir haben ja so ein... Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. So eine Schiene und deswegen kann er nicht nach innen. Muss er dann nach außen. Naja. Muss ich nachher auch noch rausbringen. Ist aber nicht schlimm. So. Ziehe ich mir jetzt meine Schuhe an und dann gehe ich los. Nachher muss ich auf jeden Fall nochmal kurz saugen, weil ich gestern ja draußen war und habe den ganzen Dreck mit reingebracht, habe ich vorhin gesehen. So, einmal wieder zu Hause. Jetzt ist es auch schon ganz schön spät. Ich habe mich mit der Mutti ein bisschen verquatscht. Es ist 17.42 Uhr. Ich habe auch noch ein bisschen Essig geschnorrt, weil ich meine Mikrowelle ein bisschen putzen möchte. Und dann wollte ich da Essig und Zitrone in die Mikrowelle geben, das aufkochen lassen und dann sauber machen. So, jetzt gehen wir aber erstmal hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vlog wirklich so interessant war, aber wenn ihr den seht, dann habe ich ihn auf jeden Fall hochgeladen. Und was ich euch sagen wollte, ich habe mir übrigens einen neuen Staubsauger zugelegt. Das ist dieser. Ich kann ihn euch mal in der Infobox verlinken. Ich hatte auch den Vorgänger. Was ich bei dem Vorgänger allerdings doof fand, war, dass ich bei jedem Untergrund, also wenn ich Laminat gesaugt habe, musste ich eine andere Düse aufsetzen, wie wenn ich über einen Teppich fahre. Das war super umständlich. Und der Staubsauger wurde halt super oft jetzt auch benutzt im Haus. Wenn wir gebohrt haben, dann sind da natürlich die Sachen von den Wänden da reingekullert und er hat einfach nicht mehr gesaugt. Und er ist halt, also hat nicht mehr gesaugt und hat es auch nicht eingesaugt, sondern wenn man dann aufgehört hat zu saugen, ist es alles wieder rausgeplumpst vorne. Und das heißt, ich musste den Staubsauger immer ausmachen, entweder draußen, dass es gleich draußen irgendwo hinfällt. Aber noch besser ist halt gewesen über Mülleimer. Und es sah halt nirgends wie, es sah halt nirgendwo wirklich gesaugt aus. Es war wirklich eine Katastrophe. Deswegen musste ein neuer Staubsauger her. Aber ich war wirklich auch zu geizig, 600 Euro für einen Staubsauger auszugeben. Deswegen habe ich den Nachfolger gekauft. Und da habe ich jetzt diese Düse, mit denen kann ich über Laminat, Fliesen und Teppich einfach fahren, ohne sie zu wechseln. Und ich habe noch so einen langen Aufsatz für die Ecken und noch einen Aufsatz für Milben, glaube ich, war das. So war das bei dem alten Staubsauger auch. Ich fand den wirklich gut. Sonst hätte ich mir ja nicht den zugelegt. Aber er hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Und der, ich mache mal an, hat drei Möglichkeiten. Also einmal 1, 2 und 3. Er ist jetzt bei mir auf 2 eingestellt. Und hört mal bitte.
Der ist super leise. Also wirklich super angenehm. Saugt auch. Ich könnte echt ein Produktvideo dazu machen, aber es ist halt ein richtiger Alltagsvlog. Deswegen dachte ich mir, ich packe das jetzt hier kurz mit rein. Er ist super leise. Wie so eine 5VC-Werbung. Aber ich sehe schon wieder irgendeine Stelle. Wartet mal kurz. Oh nein. Hier muss ich nochmal drüber wischen. Streichen. Aber egal. Auf jeden Fall ist er super leise und hat trotzdem Power unterm Arsch. Und es ist ja so, ich habe zwei Katzen und ich muss eigentlich fast zweimal täglich saugen. Entweder das Katzenstreu oder die Haare und sowas alles. Also einmal täglich saugen muss ich safe. Also wirklich immer. Und deswegen auch jetzt. Und noch eine Sache, was für mich wichtig war, ist, dass ich keinen Staubsauger habe mit einem Kabel, weil wir einfach 3 Etagen haben. Eigentlich 4, weil der Kellerraum zählt ja auch als Wohnraum mit dazu. Also die eine Seite des Kellers, wo Benjamin quasi lebt, da muss ja auch gesaugt werden. Also haben wir 4 Etagen, die gesaugt werden müssen. Da werde ich mit einem Kabel nicht Herr der Dinge. Und vor allen Dingen hier unten im Flur, das ist richtig dumm, da habe ich nicht meine Steckdose. Also das ist wirklich bescheuert. Kein Mensch weiß wieso, aber es ist halt leider Gottes so. Da fängt es halt schon an. Und sollten wir mal irgendwann bauen, dann brauchen wir extrem viele Steckdosen. Ich merke das einfach, ich habe es in der alten Wohnung gemerkt, da hatten wir auch keine Steckdose im Flur. Aber man merkt das einfach, man braucht wirklich, wirklich Steckdosen. Ja, so, ich werde jetzt weiter saugen. Ich zeige euch gleich mal oben den Vorgänger. Und eine Sache noch, er ist halt auch sehr leise. Leise habe ich schon gesagt, leicht. Er ist halt wirklich leicht. Da steht er. Ich habe ihn erstmal dahingestellt. Es gibt natürlich so eine Vorrichtung, die man hier anbringen kann. Haben wir jetzt aber noch nicht gemacht, wie wir sehen. Der ist auch erst vor einer Woche angekommen. Und hier ist quasi der alte. Der ist auch ultra voll. Den haben wir auch letztens, also gestern zum Saugen genommen, wenn wir da oben gebohrt haben. Und ja, der war super. Und da gefällt es mir halt wirklich besser, dass es nur diese eine Düse gibt. Oh, wie leer die Wand ist, da muss unbedingt was dran, aber ich habe auch schon eine Idee. Und nicht noch 20 andere Düsen. Ja, so, jetzt verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, auch wenn es wirklich eher ganz normal war und nichts Spannendes passiert ist, weil man einfach nichts Spannendes machen kann. Aber ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob das so okay war für euch. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video. Für dich gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.